America! Moin. Fuck yeah! Das sagst du als irischer Bengel. Und damit hallo. Zu dem Untergang vom Vater. Far Cry 5. The final, I think, so. Hope so, maybe. Hope so, maybe, hope so. Guck mal hier, da, das sind unsere Freunde. Sind da wirklich unsere Freunde gewesen, du Bengel? Ja, ich weiß. So, diese Einfahrt müssen wir nehmen. Ich wollte nur, dass sie mitkommen. So, wie schick der Schachzug. Vorher fahren wir mal die fesche Einfahrt rein. Sie sehen immer nach hinter uns, meinte. Josephs Anwesen. Erreiche die Kirche. So einen coolen Auftritt einlegen. Yeah. Okay, wir laufen. Die Kirche wird Remi Demi wahrscheinlich gemocht. Aber das Finale ist jetzt richtig unepisch. Gehen da hin und schießen ihn einfach ab. Oder das Bliss vor. Wir können es nicht abschießen, ne? Dann tot ich nicht. Auf zur Kirche. Hier kommt Johnny! Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Lol, wieso haben die denn Jerome Joffreys? Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. War es das wert? Wirklich? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke. Gott beobachtet dich. Oha. Ja, Patrick. Ja? Gehen wir? Ja. Oder Widerstand leisten? Was würdest du sagen? Also rein vernünftig würde ich sagen, gehen. Weggehen, genau. Wir gehen weg und dann dürfen wir es normal machen wahrscheinlich. Ja. Bin mal gespannt, was passiert. Widerstand leisten, ich glaube, dann geht's. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Gucken wir mal. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben werden. Nimm deine Freunde, mein Kind, und geh. Hey, Jerome Joffres ist auch mein Freund. Brooke, nur los. Was? Was macht ihr denn? Sheriff! Steig in den Truck! Ich gehe nicht! Herzen, steig in den Truck! Habt ihr den Verstand verloren? Steig in den verdammten Truck! Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Na los! Und dann sind auch meine Freunde gewesen. Hm. Andererseits, kurz vorm Ziel den Schwanz eingezogen, ja? Eben. Also für mich, ich hätte die andere Entscheidung lieber gemacht, muss ich sagen. Ich finde es schon krass, dass einfach selbst den Leuten, denen wir geholfen haben, die beim Widerstand waren, jetzt völlig geblisst sind, weißt du? Ja. Das hat im Prinzip alles umsonst war eigentlich so, was wir hier gemacht haben. Sheriff, bei allem Respekt. Was zum Teufel? Wir können die Leute nicht einfach... Wir lassen die Leute nicht im Stich. Wir fahren nach Missoula. Wir holen die Nationalgarde und dann werden wir denen hier mal zeigen, wo der Hammer wirklich hängt. Nein, niemals. Da mach ich nicht mit. Du hast ihn doch gehört. Du wirst tun, was ich dir sage, Pratt. Oh oh. Was ist? Nicht wahr, oder? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch jetzt nicht das Ende gewesen sein, dass wir jetzt im Prinzip die einfach auch alle umsensen, oder? Aber geiles Ende auf jeden Fall. Geiles Ende, Mann. Er macht das Radio an, das kann er das Lied, ey. Unerwartet nochmal, ne? Unerwartet, auf jeden Fall. Mega unerwartet. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert hätten wir Widerstand. Wir machen das andere Ende auch noch, oder? Ich glaube, wie denn? Bei meinem Durchlauf spätestens. Ja, da können wir uns dann auf jeden Fall nochmal gucken, ne? Das war jetzt aber ein sehr interessantes Ende auf jeden Fall, weil jetzt einfach alle, einfach so alles, wofür wir die ganze Zeit gearbeitet haben, einfach umsonst war, weißt du? Jetzt killen wir unsere Leute da noch um. Ja, also es ist wirklich nicht nur weggeschmissen, sondern die letzten Hoffnungsschimmer. Ja. 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 Auch noch verloren. Wir sind halt einfach auch komplett einfach nur misshandelt worden, ne? Also wir haben ja auch von Jacob wurden wir die ganze Zeit manipuliert, von Faith wurden wir manipuliert, von John wurden wir manipuliert. Ja, und trotzdem, das Ende ist jetzt so, dass wir halt auch, so wie alle anderen eigentlich, für den Vater gearbeitet haben im Prinzip. Aber es ist echt frustrierend, so, ne, als dann plötzlich alle anderen NPCs, die eigentlich unsere Begleiter waren, so nach dem Motto, die, denen wir geholfen haben, plötzlich gar nicht mehr bei uns waren. Nichtsdestotrotz will ich das jetzt trotzdem schon nutzen, was deine Meinung über Far Cry 5 ist. Patrick. Meine Meinung? Deine Meinung über Far Cry 5, ja. Auf jeden Fall spielenswert. Far Cry hat immer eine krasse Story zu bieten. Was ich als einziges in jedem Far Cry zu kritisieren habe, ist, dass immer, wenn was Besonderes an Ereignissen passiert, ist es immer so abgespaced. Hier, wir haben Faith getötet auf so einem übelsten Drogentrip. Das hatte man schon bei Drogentrip.
Ja, das hatte man schon bei Far Cry 3. Also dann war es getötet, dachte, war es ja auch immer auf diesem übelsten Drogentrip. Ja. Und das finde ich eigentlich immer schade, weil da kann man sich nie 100% sicher sein, ist der Boss jetzt tot ja, oder nicht? Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, es also, ist halt so, also auch so gerade im Vergleich zu den anderen Teilen, muss ich sagen, hat mir Far Cry 5 auch sehr gut gefallen, weil es halt mal wirklich was anderes war. Allein das Setting oder sowas war mal was Gewagtes, so in diese religiöse Richtung mal wirklich zu religiöse Fanatiker zu gehen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Die Charaktere haben mir auch sehr gut gefallen. Besonders der Vater, den finde ich sehr, also finde ich einen sehr guten Charakter. Ja, aber das Spiel hatte noch, trotz dass es schon eine ganze Weile draußen ist, jetzt immer noch viel zu viele Fehler. Vor allem immer diese Konflikte, wenn man mit jemandem reden will. Es ist einfach viel zu viel auf den Straßen los. Ja, genau. Also man hat ja wirklich kaum einen Moment Ruhe. Ja, das stimmt. Und es sind überall immer Gegner. Ja, das stimmt schon. Aber im Grunde haben sie wirklich jetzt damit mit Far Cry 5 das wettgemacht, was Primal alles ja, kaputt gemacht hat. Ja, Primal war ja echt... Weißt du, manche Genres gehen einfach nicht. Es wäre wie Assassin's Creed in der Modernen. Ja. Wenn alle nicht plötzlich Maschinengewehre haben und Snipergewehre oder so ein Scheiß. Geht halt einfach nicht. Du kannst auch in Far Cry nicht einfach in einer Steinzeit anbieten. Far Cry ist das nicht. Ich muss echt sagen, Far Cry 5 hat mir echt gut gefallen. Es war teilweise sehr nervig mit dem weggeschnappt werden. Es war immer sehr abgehackt. Es kam irgendwie kein wirklicher Spielfluss zustande, meiner Meinung nach. Das hat mir so dass ein bisschen gefehlt. Dass der Koop-Fortschritt nicht gespeichert wird, ist kacke. Ja, dass sie da nicht gelernt haben draus, ne? Aber auf jeden Fall deutlich verbessert worden im Vergleich zu den Vorgängern. Ja, das stimmt natürlich. Da konntest du ja auch diese ganz, da konntest du ja viele Sachen nicht machen. Du konntest ja diese Story gar nicht spielen, zum Beispiel. Ja. Das konntest du ja nicht mehr machen. Jetzt kannst du es machen, wird für den einen aber nicht gespeichert, was natürlich auch sehr doof ist. Ja, naja. 4 von 5 Sternen. Ja? Ja. Würde ich auch so sagen. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und es ist so, es freut mich, dass Ubisoft, weil es ja auch stark in der Kritik teilweise stand, so, dass es keine guten Spiele mehr macht und sowas. Und jetzt mit Far Cry und Assassin's Creed Origins dieses Jahr eigentlich, oder letztes Jahr muss man sagen, wirklich schon gute Arbeit gemacht hat. Ich spiele im Allgemeinen sehr, sehr gerne Ubisoft-Spiele. Ich auch. Also guck mal, die ganze Assassin's Creed-Reihe. Ja. Dann habe ich die meisten Far Cry-Teile. Ja. Also zumindest, wenn die eine Serie machen, eine gute, dann spiele ich die komplette Serie. Weil, wie gesagt, es ist halt so, ich finde es halt gut. So. Und vor allem gerade, wenn so EA und sowas da so eine Scheiße baut, dann Ubisoft sagt, ey Jungs, wir können auch vernünftige Spiele. Und die DLCs zum Beispiel, die für Assassin's Creed rausgekommen sind, sind ja auch geil. Die lohnen sich auch mit 20 Stunden Spielzeit beispielsweise. Ja, das kann ich nur nicht bewerten, ne? Ich fand immer toll, dass bei Assassin's Creed die DLCs nicht storyrelevantes waren. Beim Origins bin ich jetzt mir gar nicht so sicher, ob man die nicht spielen sollte. Ja, das stimmt schon. So langsam könnten die Credits zu Ende sein. Ich glaube, die dauern noch ein bisschen. Nach unten scrollen können wir nachher. Nein. Wir können sie auch zu nur überspringen, also es ist ja nicht so. Überspringen sie mal. Geht langsam, ey. Sind sie sicher, dass sie die Credits überspringen wollen? Vielleicht kommt ja noch was. Ein Ladebildschirm. Das sehe ich. Ein Hauptmenü. Wenn ich jetzt auf Fortsetzen klicke, was passiert dann? Oh, hoffentlich können wir die Mission nochmal machen. Dann machen wir es nochmal. Leisten Widerstand und sterben wahrscheinlich auch. Ja, das Ende war jetzt aber auch schon gewieft. Es war einfach gewieft, ey. Und das ist plötzlich dann Only You. In dem Moment dachte ich mir nur so, ne. Oh Leute, wir können es nochmal machen, ja. Total, Sache. Geil. Dann können wir also Widerstand leisten. Feuer frei ran da, oder? Feuer frei ran da, Widerstand leisten. Tutti komplett, die, wo sind wir hier bitte? Aber man muss natürlich noch die anderen Missionen noch machen. Wir haben ja noch ein paar Missionen, die wir noch machen. Prepper versteckt, aber das ist alles so Sachen. Ist halt nicht Content, ne? Halt. Ja. So Sachen, die man als 100% Freak machen kann dann noch. Wir werden jetzt schwimmen wir. Einfach nochmal Widerstand leisten. Ich bin gespannt, was dann passiert.
Im Endeffekt sterben unsere Freunde so oder so, habe ich das Gefühl. Schwierig, ne? Jetzt noch mal in der letzten Mission alle befreien zu müssen? Die werden ja dann wahrscheinlich direkt wieder niedergestreckt. Wir haben ja keinen. Also haben wir Waffen? Ja, wir haben. Bin ich echt gespannt, was da jetzt dann passiert. Aber wie gesagt, das nervt mich halt so ein bisschen, dass die NPCs, denen wir halt geholfen haben, über das Spiel, das ist so unbefriedigend. Dass die jetzt alle einfach auch geblisst sind und im Prinzip wir nichts erreicht haben. So nothing. Einfach echt nothing erreicht haben. Es war die Unlogik an dem ganzen Spiel. Du konntest immer mit einem Fingerschnipp eingefangen werden. Ja, klar. Jetzt hat das Ganze halt auch noch auf die NPCs zugetroffen. Ich glaube, Patrick, wir kommen hier nicht über den Zaun rüber, oder? Doch, den über den Stein, da bei den Stein kommen wir immer. Ja. Ja, das ist halt super, Stein. Super annoying, muss ich sagen, so dass jetzt auch die ganzen NPCs halt einfach so gedullied wurden, sag ich mal. Wir eigentlich hier echt umsonst waren. Und das, was wir für den Widerstand gemacht haben, das eigentlich alles umsonst war. Und wir Hope County eigentlich nicht befreien können. Naja, wir schauen mal, was passiert, wenn wir Widerstand leisten. So still gerade, ne? Ja, oh, jetzt sind die Waffen weg. Ja. Gut. Only you. Ich finde es manchmal auch so ganz gut, wenn du kein actionreiches Finale hast, so, ne? Finde ich auch manchmal einfach so storygebundenes Finale und... So, jetzt. Alles schon mal gesehen? Hallo. Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Ja, okay. Okay. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Muss eigentlich seine Nippel zensieren? Keine Ahnung. Man könnte sein Körper ja als Kunstprojekt werten. Beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. War es das wert? Wirklich? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke,
Gott beobachtet dich. Nun denn. Jeder Kränkung, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Und der Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz und der Mond wie... Hat er da gerade jemanden wiederbelebt? Ja, er hat gerade den Sheriff gekillt. Oh lol. Oh wow. Verdammte Scheiße, da drin. Schnappen wir uns den Bastard. Die Hände Fieder sind stärker als die Hände weniger. Auf ihn. Wenn ihr alle vergeht. Das war irre. Aber ich glaube, es ist vorbei. Bleib auf der Hut, Rookie. Ich habe dir jede Chance gegeben. Das ist actionhafte Finale. Du hast die Welt um uns herum zum Einsturz gebracht. Erkennst du das denn nicht? Freunde. Mist befreit. Aua. Ey, er hat sie wieder umgeboxt. Das Gesicht der Wahrheit. Was ist passiert? Euer jämmerlicher Haufen wird im Sturm zergehen. Es ist Zeit, dass Vater Joseph fällt. Ups. Die müssen wir schnell wiederbeleben. Wieso? Weil die wenig Leben haben. Die Hände vieler sind stärker als die Hände weniger. Ah, ich bin tot. Echt? Ja. Oh, die anderen können mich wiederbeleben. Vergib ihnen, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus.
vollbracht, Kind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sing Grace. Ich will nichts sagen, aber das ist ganz schön extrem. Hansen, ab nach hinten! Wir müssen los! Jetzt reicht er hinein! Hat er recht? Das Maul! Ich muss das einfach. Wir bringen uns hier raus, verdammt! Fahr, fahr, fahr! Verdammte Scheiße, Jungspund! Verdammte Scheiße! Siehst du das? Wo auch immer du bist, komm in den verdammten Bunker! Sofort! Wir werden sterben! Zu Dutch bin ich auch mal wieder in Kontakt. Bring uns zu dem Bunker! Los! Ja, ist schon extrem, ne? Oh mein Gott! Wow. Noch eine, krass. Schon heftig auf jeden Fall. Er hatte verfickt doch mal recht! Aber das ist mein eckschnapptes Finale auf jeden Fall. Ja, lol. Konnte ich jetzt nicht viel gegen machen, glaube ich. Nein, ich bin nicht hinterhergekommen mit meinem Kurtbike. Achso, du bist nicht im Truck? Nein, ich war hinter dir in einem extra Fahrzeug. Lol, was? Das wusste ich schon nicht. Hä? Das ist ja richtig dumm. Muss ich ein bisschen langsamer fahren oder was? Ein bisschen, ja. Doch, das ist mir Bescheid. Ich wusste nicht, dass du. Ich dachte, du wärst bei mir im Truck drin, ey. Echt schon heftig, Mann. Fahr mal langsamer. Okay. Du bist immer noch halb voll weit weg. Ich hole nicht auf. Jetzt noch Gas. Fahr mal vor. Sehe ich. Komm nicht an dir vorbei. Du bist ja echt mega lang. Der Engstelle durftest du ja nicht überholen. Auf jeden Fall. Das ist schon echt dolle Übel, Mann. Zieht es weg, ja? Der Vater ist natürlich wieder weg. Wie der das immer aushält.
Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Aber vor allem... bedeutet es, ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden. Oh. Kackende. So ein Kackende. Mann, Alter, ist das unbefriedigend, ne? Mega. Er hat am Anfang schon diesen Helikopterabsturz unbeschadet überstanden, ne? Ja. Und jetzt hat er auch noch diesen Autounfall unbeschadet überstanden, während alle anderen verreckt sind. Nee. Also das eine Ende ist kacke. Und das auch. Andere ist noch beschissener. Ja. Und welche Reihenfolge das ist, kannst du dir aussuchen. Ja. Das gefällt mir nicht. Ja, im Endeffekt sind auch wieder alle tot, ne? Ja. Und wir sind ein Sklave von Jacob. Joseph. Blödes Ende. Hat er halt erstmal die USA in die Luft gesprengt, man. Und krass auf jeden Fall. Auch so unbefriedigend. Wenn man den Bösewicht nicht tötet. Ja. Nein, nicht nur, dass er nicht tot ist, sondern dass wir jetzt mit ihm im Bunker eingesperrt sind. Dass wir einfach jetzt sein Dulli sind, halt so. Alles so, wie wir uns eingesetzt haben, Patrick. Umsonst. Aber ich finde ihn trotzdem so einen krassen Charakter, den Typen, ne? Ja. Und echt. Man merkt ihm halt einfach an, dass er nicht ganz dicht ist, ne? Der bleibt das die ganze Zeit über. Du kannst alles kaputt machen und das bleibt cool, ne? Der bleibt einfach. Er bleibt entspannt ruhig. Genau, und die anderen Bösewichte wurden auch mal sauer oder sowas, weißt du? Du willst einfach bei ihm Emotionen sehen, aber kommt ja. Nichts. Aber trotzdem schon krass auf jeden Fall. Und sehr, sehr krass. Aber die Credits, die haben wir jetzt ja schon gesehen. Gut, dann würde ich sagen, Patrick, bedanke ich mich bei allen fürs Zusehen des Let's Plays. Ich denke, wir schließen das an dieser Stelle hier ab.
Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht bei irgendeinem anderen Video. Ansonsten auch bei Livestreams. Bei vielen Livestreams. Bei vielen Livestreams, genau. Und zum Beispiel also. MC Vasari auf MC, twitch.tv/MC Vasari oder also von Patrick halt, dann von Alex oder Mike auf twitch.tv/TeamChevy oder eben bei mir twitch.tv/MrTico. Genau. Darauf liegt jetzt der Fokus. Genau. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Patrick, danke fürs Mitspielen. War geil. War geil! Hat geil! Dann tschüss! Du musst jetzt nochmal ein ganz finales Tschüss sagen, Patrick. Bye, bye, baby, baby, bye. Ich wünschte, ich hätte schon die Aufnahme beendet. Naja, tschüss.